Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur dritten Vorlesung im Rahmen unserer Ringvorlesung Wagnisse und freue mich, dass auch heute wieder ein größeres Publikum erschienen ist. Heute haben wir den zweiten Vortrag zum Thema Krieg. Wir bilden eine kleine Serie innerhalb der Ringvorlesung. Den Krieg hatten wir in den vergangenen Semestern noch weniger stark behandelt, obwohl es ja im Krieg auch immer um sehr viel Kontingenz geht. Schlachten zumal sind immer ungewisse Ereignisse. Wenn klar wäre, wer gewinnt, würden sie wahrscheinlich gar nicht stattfinden. Dann würde sich nämlich die unterlegene Partei gar nicht erst zur Schlacht stellen. Also auch der vermeintlich Überlegene hat immer das Risiko zu fürchten, dass aufgrund der Friktionen in der Schlacht, der ungewissen Abläufe, die sich ergeben können, sich der vermeintlich sicher geglaubte Sieg doch noch in eine Niederlage verwandelt. Und umgekehrt kann der scheinbar Unterlegene immer in der Chance noch Chancen ergreifen, die sich daraus ergeben, dass Dinge nicht so ablaufen, wie es zunächst gedacht war. Insofern denke ich, ist es wirklich an der Zeit, dass wir hier im Graduiertenkollegskontext auch mal über dieses Thema Krieg und Schlachten nachdenken. Dafür haben wir heute Abend einen ausgewiesenen Experten gewonnen mit Herrn Professor Dr. Marian Füssel von der Universität Göttingen. Ich will Ihnen kurz die akademische Laufbahn von Herrn Füssel präsentieren. Er hat von 1995 bis 2000 Neuere Geschichte, Soziologie und Philosophie in Münster studiert. Dieses Studium 2000 mit dem Magister Artium noch abgeschlossen. Von 2000 bis 2004 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich 496, Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution ist der genaue Titel an der Universität Münster. In diesem Kontext hat er seine Doktorarbeit geschrieben, die 2004 angenommen wurde bei Barbara Stolberg-Rielinger, deren Forschungen zu Rangfragen in der frühen Neuzeit er gewissermaßen aufgegriffen hat und übertragen hat auf das Feld der Universitätsgeschichte. Es geht um Hierarchien und darum, wie sie ausgehandelt werden an Universitäten der frühen Neuzeit. Das ist ein sehr erkenntnisträchtiges Buch, ist auch ausgezeichnet worden mit dem Preis von Hasods Kult als das historische Buch des Jahres 2008 in der Kategorie frühe Neuzeit. Aber neben der Erkenntnisträchtigkeit, es ist auch ein sehr amüsantes Buch, darin zu lesen, legt einem doch die eine oder andere Parallele auch zu gegenwärtigen Formen von Hierarchisierung an Universitäten nahe, die vielleicht nicht mehr in den Formen ausgetragen werden, wie das in der frühen Neuzeit üblich war, aber nicht minder bedeutsam offensichtlich immer noch sind, zumindest in den Augen mancher, die an Universitäten arbeiten. 2004 ging es dann für ihn weiter mit einer Stelle als Assistent am Lehrstuhl für die Geschichte der frühen Neuzeit in Münster, also wiederum bei Barbara Stolberg-Rielinger. Im Sommersemester 2008 hatte er eine Juniorprofessur erhalten für Kulturgeschichte an der Universität Gießen. Auf diese Juniorprofessur folgte eine zweite, und zwar im Wintersemester 2008-09. Bis zum Wintersemester 2010-11 war Marian Füssel Juniorprofessor für Geschichte der frühen Neuzeit mit Schwerpunkt außereuropäische Geschichte an der Universität Göttingen. Ja, diese Juniorprofessur konnte er dann in einen eigenen Lehrstuhl verwandeln. Er ist im Wintersemester 2010-11 berufen worden auf den Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der Wissenschaftsgeschichte an der Universität Göttingen. Auf diesem Lehrstuhl ist er bis heute tätig. Aus seinem schon sehr umfangreichen Oeuvre will ich jetzt einige Veröffentlichungen herausgreifen, die mit dem Thema Krieg und Schlachten zu tun haben. Da wäre zum Beispiel als Monographie zu nennen das Buch Der Siebenjährige Krieg, ein Weltkrieg im 18. Jahrhundert, erschien in München 2010, 2013 auch ins Italienische übersetzt. Den Siebenjährigen Krieg hat er auch in sehr, sehr vielen Aufsätzen umkreist, die verschiedenste Aspekte der Kriegsrealität behandeln. Dann 2015 ein weiteres Buch, das dem Kontext Krieg und Militär gewidmet ist. Hier geht es ganz konkret um eine Schlacht, um die Schlacht von Waterloo 1815, nämlich die er einer eigenen monographischen Darstellung gewidmet hat. Das Buch ist im Beck Verlag erschienen. Ja, sein Ansatz in der Kriegsgeschichte, in der Geschichte des Militärischen, ist eben kein operationsgeschichtlicher. Das würde ihn auch zu einem sehr traditionellen Militärhistoriker machen, der er keineswegs ist. Sein Ansatz ist erfahrungsgeschichtlich, alltagsgeschichtlich, kulturgeschichtlich, mediengeschichtlich, also all das, was uns auch im Graduiertenkolleg ganz besonders interessiert.
In diesem Kontext hat er zum Beispiel auch einen Sammelband herausgegeben, den ich sehr beachtenswert finde, gemeinsam mit Michael Sikora, Kulturgeschichte der Schlacht. Und da geht es eben darum, die Schlacht als Ereignis in all ihren Dimensionen aus verschiedensten Perspektiven auszuleuchten. Okay, jetzt will ich aber nicht zu lange reden, sondern Herrn Füssel auch zu Wort kommen lassen mit einem Vortrag zu dem Thema vom Dämon des Zufalls, die Schlacht als kalkuliertes Wagnis im langen 18. Jahrhundert. Bitte schön, Herr Füssel, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Frank Becker, für die freundliche Vorstellung. Ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Essen, der ich gerne gefolgt bin. Normalerweise bin ich dafür bekannt, relativ schnell vorzutragen. Ich wurde aber gerade schon darauf hingewiesen, dass es vielleicht günstiger wäre, die Geschwindigkeit etwas zu drosseln. Und wir haben auch genug Zeit, denke ich, an, wenn ich mir die Länge des Manuskripts anschaue. Also, vom Dämon des Zufalls, die Schlacht als kalkuliertes Wagnis im langen 18. Jahrhundert. Das Schlagen einer Schlacht kann als Inbegriff eines vormodernen Wagnisses gelten, war doch der Ausgang auch bei ungleichen Heeren oft ungewiss. Eine Schlacht wagen ist im 18. Jahrhundert eine feststehende Redewendung. Als ein von zahlreichen schwer zu kontrollierenden Einflussfaktoren bestimmtes Ereignis hat die Schlacht schon seit der frühen Neuzeit die Militärtheoretiker und Philosophen immer wieder über Zufall und Kontingenz reflektieren lassen. Eine gezielte Steuerung organisierter Gewalt erweist sich geradezu als das eigentliche Problem jeglicher Kriegführung. Auch in der Geschichtstheorie des 19. und 20. Jahrhunderts wurden Schlachten zu einem epistemologischen Reflexionsgegenstand, der in besonders plastischer Weise Fragen des Zufalls in der Geschichte zu thematisieren erlaubt. Der Großteil der historiografischen Auseinandersetzung mit Zufall und Kontingenz fand bislang auf einer vorwiegend ideengeschichtlichen Ebene statt. Eine Tendenz, die auch die meisten militärhistorischen Diskussionen mit einschließt. Eine mögliche Öffnung hin zu einer praxeologischen Erweiterung der Forschungsheuristik hat etwa der Soziologe Ulrich Bröckling aufgezeigt. Aus seiner Perspektive bildete das Schlachtfeld zu jeder Zeit geradezu einen Kontingenzraum par excellence. Als in Raum und Zeit extrem verdichtete und radikalisierte Erfahrung von Kontingenz machte die Schlacht nicht minder radikale Konzepte zu ihrer Steuerung erforderlich. Ein Befund, der in der Feststellung gipfelt, Zitat, militärisches Handeln ist Kontingenzmanagement mit dem Ziel, alle Aktivitäten auf die Steigerung des eigenen bzw. die Schwächung des gegnerischen Gewaltpotenzials auszurichten. Zu diesen Maßnahmen zählen etwa Drill und Disziplinierung, ebenso wie Rekrutierungspraktiken, Waffentechnik, Befehlsstrukturen oder Logistik. Ich werde im Folgenden zunächst einen kurzen Überblick über Diskussionen des Ereignistyps Schlacht als Form des Entscheidungshandelns liefern, dann zweitens ausführlich auf die zeitgenössischen Diskurse für und wider das Wagnis einer Schlacht eingehen, um drittens schließlich exemplarisch an Friedrich II. Von Preußen die zeitgenössische Inszenierungspraxis des Wagnisses zu verfolgen. Punkt 1. Schlacht und Entscheidung. Eine Schlacht zu wagen bedeutete für ein bestimmtes Ziel, etwa den Gewinn von Territorium, die Beendigung eines Feldzugs oder gar Krieges, bestimmte Risiken in Kauf zu nehmen, etwa den Verlust des eigenen Lebens, der eigenen Soldaten, einer Position oder von Ressourcen, ohne dabei den Ausgang des Ereignisses vollständig kalkulieren zu können. Egal, ob man die Schlacht damit als Wagnis, Risiko, Krise, Spiel oder Raum von Kontingenz thematisiert, stets wird sie als spezifische Form des Entscheidungshandelns begriffen. In juristischen Termini wird die Schlacht beispielsweise als Rechtsentscheid thematisierbar und in der Militärhistoriografie existiert gar ein eigenes Subgenre von Anthologien von sogenannten Entscheidungsschlachten der Weltgeschichte. Vor diesem Hintergrund muss es zunächst paradox erscheinen, dass gerade das Age of Battles zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und Waterloo 1815 ein Zeitalter der Unentschiedenheit von Schlachten war. In den Anthologien der Entscheidungsschlachten schaffen es nur Höchstädt 1704, Poltawa 1709 oder Saratoga 1777 innerhalb dieser Epoche das Label einer Entscheidungsschlacht zu kriegen.
Die Schlachten wurden mit der Zeit immer umfangreicher und die Verluste immer größer. Doch kaum ein Feldzug oder gar ein ganzer Krieg endete aufgrund einer Schlacht als endgültiger Sieg oder Verlust einer Partei. In der US-amerikanischen Militärgeschichte hat dies zu zwei diametral entgegenstehenden Forschungspositionen geführt. Während Russell Whaley die Unentschiedenheit der Schlachten hervorhebt und das sinnlose Blutvergießen als Versagen einer Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sieht, betont der Jurist James Q. Whitman genau das Gegenteil. Für Whitman ist die Pitched Battle keineswegs entscheidungslos gewesen, sondern kann vielmehr als Rechtsverfahren interpretiert werden, das komplexe politische Entscheidungsprozesse wesentlich steuerte und in seiner raumzeitlichen Verdichtung sogar eine humanere Qualität aufgewiesen habe als entgrenzte Kriege, die weite Teile der Zivilbevölkerung involvierten. Auch Jeremy Black hat mittlerweile wiederholt gegen die Sicht argumentiert, Schlachten und Feldzüge des 18. Jahrhunderts wären nicht entscheidend gewesen. Zwei Fehler, auf die er in diesem Zusammenhang hinweist, sind dabei besonders korrekturbedürftig. Eine mangelnde Kontextualisierung von militärischen Operationen und ein weitgehend undefinierter Begriff von Entscheidung. Letzteres leistet jedoch auch Black nur ansatzweise. Als minimale Unterscheidung wäre zumindest die zwischen der Entscheidung über Sieg oder Niederlage in der Schlacht und den politischen und operativen Entscheidungen infolge einer Schlacht zu treffen. Black hat jedoch einen Weg zu einer Historisierung gebahnt, der die Abwertung der Unentschiedenheit konsequent überwindet und fragt, an welcher Form von Entscheidung den Zeitgenossen denn überhaupt gelegen sein konnte. So ist Unentschiedenheit in der frühen Neuzeit keineswegs auf militärische Konflikte begrenzt gewesen und muss als solche stärker in ihrer zeitgenössischen sozialen Rationalität begriffen werden. Für unsere Fragestellung besonders interessant ist der explizite Hinweis Whitmans auf die Schlacht als dem Zufall ausgesetztes Verfahren, ähnlich dem Werfen eines Loses. So heißt es bereits in einem Kommentar des 18. Jahrhunderts zu Grotius Jure Belli Ac Pacis, dass die Schlacht selbst eine Art Los sei, Prelium ipsum est sors. Doch gerade der Fall dieses Loses war oftmals alles andere als eindeutig. So berichtet beispielsweise Johann Wilhelm von Archenholz in seiner Geschichte des Siebenjährigen Krieges über die Schlacht bei Torgau im November 1760. Zitat: Da niemand wusste, wie das Schlachtlos ausgefallen, so waren beide Teile übereingekommen, sich nach Anbruch des Tages der Macht, die das Feld behauptet hätte, gefangen zu geben. Bei Sonnenaufgang bot das erläuterte Leichenfeld dann ein aus zeitgenössischer Sicht eindeutiges Szenario. Friedrich wurde gewahr, Zitat, dass keine Österreicher hier mehr zu bekämpfen waren. Er sah sich im Besitz des ganzen Schlachtfeldes, der Sieg war völlig entschieden und Sachsen behauptet. Zitat Ende. Die Episode verweist ebenso auf Situationen der Unentschiedenheit wie auf das zentrale vormoderne Kriterium des Sieges, nämlich die performative Behauptung der Wahlstatt als des physischen Ortes des Schlachtfeldes. Archenholz ist jedoch auch ein Beispiel für die narrative Nachrationalisierung von Entscheidungen in der Historiografie. So hat sich bereits Reinhard Koselleck 1968 in seinem bekannten Aufsatz über den Zufall als Motivationsrest der Geschichtsschreibung mit Archenholz Geschichte des Siebenjährigen Krieges explizit mit Blick auf die Kategorie des Zufalls auseinandergesetzt. An den Belagerungen von Prag und Breslau und den Schlachten von Kolin und Leuthen zeigt er die unterschiedlichen Weisen auf, mit denen Archenholz den Zufall narrativ in seine Ereignisgeschichten einbaut. Im Zeitalter der Aufklärung stellte sich das Problem des historischen Zufalls immer deutlicher, je mehr die Fortuna als Kategorie an Wirkmächtigkeit verlor. Politik und Geschichte sollten das Ergebnis rationaler Planung sein, vermeintliche Zufälle waren auf Ursachen, causae, zurückführbar. Exemplarisch steht dafür zum Beispiel die Position von Montesquieu, der 1734 in den Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence festhielt, Zitat auf Deutsch, wenn eine bestimmte Ursache, wie der zufällige Ausgang einer Schlacht, einen Staat zugrunde gerichtet hat, so gab es eine allgemeine Ursache, welche bewirkte, dass der Niedergang eines Staates aus einer einzigen Schlacht erwachsen konnte. Zitat Ende.
Im Vergleich zum zeitgenössischen militärtheoretischen Diskurs, der das Entscheidungspotenzial von Schlachten immer wieder beschwor, allerdings eher eine Außenseiterposition. Gerade der Glaube an die Entscheidungsqualität führte jedoch zur Konstruktion vermeintlich rationaler Regelwerke zur Vermeidung von Kontingenz, ohne diese dabei jedoch epistemologisch recht zu fassen zu bekommen. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt: selten zu wagen und niemals zu raten, die Schlacht in der Militärtheorie. In der Literatur zur Entwicklung der militärischen Strategiediskurse wurden noch vor einiger Zeit der Zeitraum vom 4. bis zum späten 18. Jahrhundert als die Periode der Zauderer bezeichnet. Was hier als Zaudern qualifiziert wird, ist Ausdruck einer ausgeprägten Skepsis zeitgenössischer Militärtheoretiker gegenüber den Unwägbarkeiten des Wagnisses einer Schlacht. So schreibt Moritz von Sachsen 1732 in seinen Einfällen über die Kriegskunst, dass er, Zitat, kein sonderlicher Freund von Schlachten sei. Ich will nur so viel sagen, dass man Krieg führen könne, ohne dabei etwas auf das Spiel zu setzen, und hierin zeiget auch ein kommandierender General seine größte Vollkommenheit und Geschicklichkeit. Auch Friedrich II. Von Preußen resonierte 1748 in seinen Generalprinzipien des Krieges über, Zitat, Zufälle und unvermutete Ereignisse im Krieg. Zitat Friedrich, kurz aus allem oben Gesagten ergibt sich, dass man auch mitten im Glück sich nie auf etwas verlassen, noch durch seine Erfolge hochmütig werden soll. Vielmehr soll man bedenken, dass wir bei unserer geringen Klugheit und Vorsicht oft die Spielbälle des Zufalls und unerwarteter Ereignisse werden, durch die ein unbekanntes Schicksal den Dünkel der Eingebildeten zu demütigen liebt. Die meisten Staats- und Militärtheoretiker des 18. Jahrhunderts betonen den kontingenten Charakter der Schlacht. Exemplarisch kann hierfür ein sächsisches Dienstreglement von 1752 stehen, das die Schlacht wie folgt schildert. Eine Bataille ist die wichtigste und gefährlichste Kriegsoperation. In einem offenen Land ohne Festigung kann der Verlust derselben so dezisiv sein, dass sie selten zu wagen und niemals zu raten ist. Die größten Generals stehen billig an, sie ohne dringende Ursachen zu geben. Alle nur ersinnliche gute Anstalten können den Gewinst nicht versichern. Ein kleiner Fehler, ein unvermeidlicher Zufall kann sie verlierend machen. Es ist demnach aus dem Gewinst und Verlust einer Bataille von den Verdiensten des Generals kein sicheres Urteil zu fällen. Die Kriegserfahrenen richten ihn nach seinen Anstalten und nicht nach dem glücklichen oder unglücklichen Ausschlag der Aktion. Zitat Ende. Die aus der Diagnose des Risikos der Schlacht gezogene Schlussfolgerung ist die der klassischen aufgeklärten Manöverstrategie. Zitat, das Meisterstück eines großen Generals ist, den Endzweck einer Kampagne durch scharfsinnige und sichere Manövers ohne Gefahr zu erhalten. Auch wenn man wie der Brite Henry Humphrey Evans Lloyd 1783 die wahre Kriegskunst als das Wirken eines Genies begreift, ändert dies wenig, da es an Genies stets mangele. Zitat, Siege sind daher selten Folgen der klugen Disposition der Anführer. Meistens hat der Zufall ungleich mehr Einfluss auf den Ausgang einer Schlacht als menschliche Klugheit. Die Folgerung ist auch für Lloyd, Schlachten besser zu vermeiden. Kluge Generäle werden immer eher die Kenntnis des Landes, der Wissenschaft der Stellung, des Lagerwesens und der Märsche zur Grundlage ihrer Maßregeln machen, als die Sachen auf den ungewissen Ausgang einer Schlacht ankommen zu lassen. Wer sich auf diese Dinge versteht, kann Kriegsunternehmungen mit geometrischer Strenge einleiten und beständig Krieg führen, ohne jemals in die Notwendigkeit kommen, schlagen zu müssen. Zitat Ende. Manche Aufklärer, wie der baltische Dichter und Schriftsteller Jakob Heinrich von Lilienfeld, 1767 in seinem neuen Staatsgebäude, gehen noch deutlich weiter. Im Kriege entscheidet, nebst anderen Umständen, hauptsächlich und vorzüglich das Glück und nicht das Recht. In einer Feldschlacht, deren Entscheidung zugleich die Entscheidung der menschlichen Verhängnisse ist, kommt es viel auf einen Zufall, ein Ungewisses, ein Ungefähr an. Ein tapferer Anführer, dessen Name und Ruhm die Soldaten begeistert, ihr Vorurteil und Eindruck, eine gelungene kleine List, ein panisches Schrecken, eine falsche Nachricht, unvermutete Überrumpelung,
Der tödliche Hinfall eines geliebten Befehlshabers, eine kleine Unordnung, ein Missverstand, ein Hindernis, ein Blendwerk, Irrtum, geringer Umstand, das Terrain, das Wetter und viele andere Vorfälle, die für sich allein genommen von keiner Erheblichkeit sind, machen gemeiniglich eine Bataille gewinnen oder verlieren. Daraus folgert Lilienfeld schließlich: Der Krieg gleicht also, wenn man ihn auf der besten Seite zeigt, einem geworfenen Lose, dessen Ausschlag allemal gleich ungewiss und schrecklich ist. Diese Form des Entscheidungshandelns ist jedoch nicht nur kontingent und fordert Tausende von Opfern, sondern letztlich für den politischen Entscheidungsprozess wertlos, wenn es im gleichen Text heißt: Künftig aber wird man siegen, ohne zu überwinden und durch entscheidende Schlachten nichts entscheiden. Die Konsequenz kann für Lilienfeld daher nur der Verzicht auf jede kriegerische Gewalt und die Einrichtung eines allgemeinen völkerrechtlichen Tribunals, eines europäischen Gerichtshofs sein. Damit ist ein deutlicher Kontrapunkt zur rechtshistorischen Position von Whitman formuliert. Auch Lilienfeld sieht die Schlacht als Medium des Rechtsentscheids, nur mit dem signifikanten Unterschied, dass sie nicht nur zufällig fällt, sondern auch politisch nichts entscheidet und daher nur eine unnötige Grausamkeit darstellt. Auch am Ende des Jahrhunderts hat sich die grundlegende Einschätzung wenig geändert. So schreibt der in österreichischen Diensten stehende Offizier und Diplomat Joseph Deligny in seinen Fantasie militaire, deutsch militärische Einfälle, 1795 über die Zufälle der Schlacht. Niemand kann von dem Gewinn eines Treffens überzeugt sein. Davon aber muss man es sein, nicht geschlagen zu werden. Vor dem Gott Israels war Mars der Gott der Heere. Der Zufall aber ist der böse Geist derselben. Und das ist auch sozusagen das titelgebende Zitat des Vortrags vom Dämon des Zufall: Mais le hasard en est le démon. Um die Wirkung des Dämons Zufall zu illustrieren, führt Ligny diverse Beispiele aus dem Siebenjährigen Krieg an. Kolin, Torgau, Breslau, Hochkirch, Leuthen, Liegnitz, Prag, Frankfurt oder Maxen. Erst der Ausgang der Schlacht entscheidet über ihren Ruhm. Wer kann wohl alle Dummheiten und alle Zufälle vorhersehen? Ein Nichts gibt an einem Tag den Ausschlag, der über das Schicksal eines Reiches entscheidet. Durch den Erfolg allein wird man entweder ein Achill oder ein Thersites. Also einer der Good Guys von Troja und einer der eher Verlierer von Troja. Das ist dann sozusagen das Endergebnis. Das Wagnis wird zum Versprechen des Sieges. Man verzweifle an nichts, man wage alles, drücke den Hut in die Augen und die Schlacht ist gewonnen. Gerade angesichts der Ungewissheit wird die Entschlossenheit des Feldherrn zur notwendigen Bedingung eines vernünftig kalkulierten Wagnisses. Die Strategie der aufgeklärten Militärtheoretiker ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch mehrheitlich der Versuch eines Kontingenzmanagements qua Verwissenschaftlichung der Kriegführung. So schreibt etwa der Hallenser Professor Friedrich Meinhard 1798: Die Bearbeitung der Kriegswissenschaften hat immer den Vorteil, wenn sie auch nicht Kriege sogleich gänzlich umformt, nach und nach der Kriegskunst bessere Hülfen zu geben und so die Kriege immer mehr dem bloßen Spiel des Zufalls zu entwinden und sie dadurch kürzer, weniger drückend und überhaupt menschlicher zu machen. Die Konsequenzen, die aufgeklärten Militärtheoriker aus der Diagnose der Zufallsabhängigkeit des Schlachtenglücks zogen, im Sinne des Graduiertenkollegs gesprochen, ihre Strategien der Kontingenzbewältigung, waren also vor allem zwei. Zum einen militärische Operationen, wie es für die Soldaten verwendeten Metaphern der Maschine und des Uhrwerks nahelegten, immer präziser, disziplinierter, wissenschaftlicher und rational durchgeplanter zu machen. Zum anderen den Ereignistyp Schlacht gänzlich zu vermeiden und stattdessen auf die sogenannte Manöverstrategie zu setzen. Ein Heerführer des 18. Jahrhunderts, der für viele gerade das Gegenteil eines solchen Manöverstrategen verkörperte und damit zur Ausnahmeerscheinung stilisiert wurde, war Friedrich II. Von Preußen. Daher mein dritter Punkt unter dem Ihnen vielleicht bereits bekannten Label Friederisiko? Die große Potsdamer Ausstellung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg anlässlich des 300. Geburtstags von Friedrich II. Im Jahr 2012 stand unter dem programmatischen Titel Friederisiko, da, wie ihr Kurator Jürgen Luh in einem Interview ausführte, Risikobereitschaft
ein wesentlicher Charakterzug Friedrichs gewesen sei. So nimmt es nicht Wunder, dass in den deutschen Ausgaben seiner Schriften und seiner Korrespondenz der Begriff Wagnis und Wendungen wie etwas wagen wiederholt anzutreffen sind und damit das originale französische Wortfeld hasard, risque oder temeraire übersetzen. Also es war so ein bisschen frustrierend am Anfang, wenn man in die elektronische Gesamtausgabe gibt, dann gibt es gleich 100 Treffer zum Wagnis und Wagen. Dann stellt man aber fest, dass 80 davon Wagen mit 4 Rädern sind und dass das andere eigentlich auch nicht sein kann, weil Friedrich eigentlich kaum der deutschen Sprache mächtig gewesen ist. Also dass es sich eigentlich alles um Übersetzungen aus dem Jahr etwa um 1900, 1910 handelt von ursprünglich französischen Begriffen. Nichtsdestotrotz werde ich Ihnen das sozusagen immer wie hier versuchen, zweisprachig zu präsentieren, damit Sie sehen, was die Deutschen für Wagnisse halten, was im Original dann mit Begriffen wie Hazard oder Risque oder Temeraire eigentlich fungiert. Friedrich ging jedoch nicht nur zahlreiche persönliche, militärische oder ökonomische Risiken ein, sondern verstand es auch, entsprechende krisenhafte Situationen zu inszenieren. Friedrich II. Kann geradezu als ein Meister der narrativen Inszenierung von Entscheidungssituationen begriffen werden. Das Wagnis bzw. der Hazard war dabei auch im 18. Jahrhundert keineswegs ein unproblematischer Begriff, der schnell zu einem politischen Vorwurf werden konnte. Das Zedlersche Lexikon erklärt im Artikel Hazard von 1735, das Hazardieren als Zitat, sich in Gefahr setzen, wagen, es darauf hinwagen, aufs Glück oder Unglück ankommen lassen. Während der Artikel Wagen von 1747 wiederum unterscheidet zwischen einem Wagen mit oder ohne Raison und gute Courage und kluge Kühnheit der Verwegenheit und Tollkühnheit gegenüberstellt. Also gut aufgeklärt gibt es Wagen nicht einfach nur gut oder schlecht, sondern Wagen ohne Raison ist negativ und Wagen mit Raison ist gut. Man rettet also gewissermaßen das Wagen und das Wagnis durch diesen Raison-Kniff und ist damit gut im Diskurs der Mainstream-Aufklärung unterwegs. Friedrich ist daher stets bemüht, die sogenannte sorgsame Abwägung von Risiken zu reflektieren und dies auch mitzuteilen. In seinen Betrachtungen über die Taktik schreibt Friedrich 1758, das Schicksal der Staaten hängt von den Entscheidungsschlachten ab. Eine gut gewählte Stellung, eine tapfer verteidigte Anhöhe kann ein Königreich erhalten oder stürzen. Eine einzige falsche Bewegung kann alles verderben. Ein General, der einen Befehl missversteht oder schlecht ausführt, bringt euer Unternehmen in die größte Gefahr. So sehr es zu loben ist, wenn man sich auf ein Gefecht einlässt, bei dem man seinen Vorteil findet, so sehr ist es zu vermeiden, wenn das Wagnis, eigentlich le risque, größer ist als der Erfolg, den man sich davon verspricht. Die Schlacht wird zu einem kalkulierbaren Risiko, dessen sich der verantwortungsvolle roi connétable stets bewusst zu sein hat. Also der roi connétable, der Feldherr und König in einer Person ist. Über den Beginn des Ersten Schlesischen Krieges etwa schreibt er rückblickend in der Histoire de Menton, jedoch bevor der König sich völlig entschloss, wog er erst ab, welche Gefahren bei dem Wagnis eines solchen Krieges drohten und andererseits welche Vorteile davon zu erhoffen waren. In den Raisons de ma conduite militaire vom Juli 1757 rechtfertigt er sich für die Belagerung Prags mit folgenden Worten. Man sagt, die Belagerung von Prag wäre ein Wagnis gewesen, une entreprise téméraire. Anstatt das geschlagene feindliche Heer einzuschließen, hätte man es lieber entweichen lassen und dann verfolgen sollen. Darauf erwidere ich, die Blockade einer zwar geschlagenen, aber starken Armee war allerdings ein sehr schwieriges Unternehmen, wäre aber gelungen, hätte der Feind nicht unseren anfänglichen Informationen entgegen so große Proviantmagazine besessen, oder hätte Leopold Daun nicht so starke Streitkräfte zu sammeln vermocht. Das ist der Kernpunkt der Sache. Die Erstürmung von Prag wäre ein Spiel mit Menschenleben gewesen und man hätte dem Zufall mehr überlassen, als einem klugen Feldherrn erlaubt ist. Zitat Ende. Die leichtfertige Herausforderung des Dämons Zufall ist dem klugen Strategen folglich untersagt. Es bedarf guter Gründe dafür, ein Risiko einzugehen, also ein Wagnis con raison.
So heißt es später beispielsweise zur Belagerung von Schweidnitz 1762 nach dem Staatsstreich Katharina II. In seiner Geschichte des Siebenjährigen Krieges, wieder Friedrich. Diese Gründe bestimmten den König zu einem Wagnis, de donner quelque chose au hasard. Er wollte kühner und verwegener handeln, als es unter günstigeren Umständen getan hätte. Immer wieder sind es folglich die besonderen historischen Umstände, die Friedrich zu Wagnissen drängen. Zum Teil erhält Friedrich jedoch auch Bestätigungen der Notwendigkeit des Wagnisses von seinen eigenen Männern. So berichtet Henri de Cat, Zitat, alle möglichen Gründe zwangen den König, eine Schlacht zu wagen. Trotz allem Gerede, er habe sich zu sehr danach gedrängt zu kämpfen, er hatte keinen Augenblick zu verlieren. Ein wesentlicher bereits von den Zeitgenossen konstatierter Faktor, der ihm überhaupt erst das Eingehen von Risiken strukturell ermöglichte, war, dass er als Roi Connétable stets selbst im Feld stand und in seinen Befehlen und Entscheidungen niemandem Rechenschaft schuldig war. Eine Flugschrift des Wiener Kabinetts von 1761 kommentiert den Sachverhalt mit folgenden Worten. Weil der König selber kommandiert und niemanden wegen seiner Kriegsanschläge und Unternehmungen Red und Antwort geben darf, wenn er auch Kriegsfehler begeht, wie dergleichen sehr große der Welt bekannte, in der Stellung seiner Völker bei Maxen und Landshut von ihm begangen worden. So kann er doch kühnere, verwegene und gefährlichere Unternehmungen so aufs Glück ankommen wagen, die ein kommandierender General, der mit von Kabinettsbefehlen abhängt, ohne Verantwortung, wenn der Anschlag unglücklich und zu viel gewagt hieße, sich nicht trauen darf. Diese spezifische Rollenkumulation mit den Worten des Grafen Étienne-François Choiseul-Stanville, die Tatsache, dass man es mit einem Fürsten zu tun hatte, der, Zitat, sein eigener Feldherr, sein Staatslenker, Armeeintendant und nötigenfalls auch sein eigener Generalprofoss war, wurde zur Bedingung der Möglichkeit jeden Wagnisses. Die Vereinigung aller Kernkompetenzen in einer Person ermöglichte ohne langwierige Entscheidungsketten die notwendige Schnelligkeit beim Treffen einer gewagten Entscheidung, da jeder Zeitverlust die Chancen auf Erfolg weiter vermindern konnte. Ein trotz prekärer Überlieferungslage in der Rezeption besonders wirkmächtig gewordener Moment der inszenierten Alles-oder-Nichts-Situation war die Ansprache Friedrichs an seine Generale von der Schlacht von Leuthen im Dezember 1757, die als Parchwitzer Rede bekannt geworden ist. Und mindestens ebenso bekannt ist das unvollendete Gemälde von Adolf von Menzel, das heute in Berlin hängt. Gerade weil es eben nicht vollendet ist, hat es aus moderner ästhetischer Perspektive einen besonderen Reiz. Und Jürgen Klosterhus hat dem gerade ein ganzes Buch gewidmet, mit dem Titel Menzel Militaris. In der Leitüberlieferung durch den Ohrenzeugen Hauptmann von Retzow begründete Friedrich den Angriff auf einen quantitativ überlegenen Gegner, also am morgigen Tag bei Leuthen, mit den Worten, ich muss diesen Schritt wagen oder es ist alles verloren. Wir müssen den Feind schlagen oder uns alle vor seinen Batterien begraben lassen. So denke ich, so werde ich handeln. Die Ansprache verweist auf die Tatsache, dass das Wagnis Schlacht nicht nur des wagenden Feldherrn bedurfte, sondern auch einer gemeinsamen Überzeugung und Motivation der gesamten Befehlshaber. Und der gewissermaßen moralische Clou dieser Rede ist, dass er am Ende der Rede den Generälen und Offizieren freistellt, sozusagen ihren Abschied zu nehmen und nicht mitzumachen bei der Schlacht. Und dann ein besonders heldenhafter, nämlich General Seydlitz, hervorsteht und sagt, das müsste schon ein infamer Hundsfott sein, der jetzt seinen Abschied nimmt. Ja, und damit ist gewissermaßen das Tor wieder zu. Man kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen, oh, das ist mir aber zu risikoreich, ich mache nicht mit, sondern alle sind gewissermaßen moralisch in die Falle gegangen. Friedrich hat sie gewissermaßen dadurch sozusagen so gekitzelt bei ihrer Offiziersehre, dass sie jetzt alle noch eingeschworener sind und dieser Geist sich dann auch auf die Mannschaften theoretisch übertragen lassen sollte. Der sich tatsächlich anschließende Erfolg bei Leuthen verdankte sich jedoch wesentlich der Kenntnis des Geländes von vorherigen Manövern. Es war also gerade kein Zufall, dass nur an diesem einen Tag die berühmte schiefe Schlachtordnung tatsächlich erfolgreich zum Einsatz kam. Denn Friedrich hat das immer wieder versucht und auch andere Feldherren haben im Zuge der antiken Rezeption natürlich immer dieses Vorbild der schiefen Schlachtordnung gehabt. Das hat eigentlich nie funktioniert. Nur einmal,
unter Manöverbedingungen. Die Truppen kannten den Platz ganz genau. Sie waren einige Jahre vorher sozusagen da gewesen, haben das gleiche Manöver auf dem gleichen Feld exerziert. Und auch die Gegner wussten, dass das nichts Gutes bedeutet. Nämlich ein württembergischer Offizier, der das beobachtet hatte, dieses Manöver, hat gesagt, passt auf, Jungs, wir können das eigentlich nicht eingehen, dieses Risiko, denn die haben das schon mal gemacht. Die wissen jetzt genau, jeder Grashalm, jeder Stein hier auf diesem Acker, wie das geht. Und genau dann funktionierte diese Maschine genau so, wie sie es nach Plan auch tun sollte, was sonst aufgrund der Friktionen mit Gelände, Zeit, Disziplinierung und so weiter eben nicht hinhaute. Also dieses inszenierte Wagnis war eigentlich eine vergleichsweise sichere Nummer und machte den Friedrich hier eigentlich zu einem Manöverstrategen im übertragenen Sinne, weil er sozusagen eine Art Reenactment einer schon mal durchgeführten Aktion hier durchgezogen hat und nicht etwas völlig Unkalkuliertes bzw. doch so Risikoanfälliges. In der russisch-deutschen Militärdoktrin hat das aber keinen Abbruch getan, sondern der Erfolg von Leuten ist bis in die jüngste Bundeswehrstrategie-Diskussion immer wieder als erfolgreiches Durchführen einer schiefen Schlachtordnung zelebriert worden. Es gibt sogar Schriften aus den 50er, 60er Jahren, die die Anwendung der schiefen Schlachtordnung auf den Atomkrieg anraten. Also dass man die Raketen dann auch so abfeuert, wie hier die Schlachtordnung im 18. Jahrhundert. Das ist glücklicherweise nie der Fall gewesen, aber Sie sehen die Faszination dieses Erfolgs, dieser einen Strategie, auch unter wirklich sehr, sehr anderen Bedingungen. Lineartaktik 18. Jahrhundert, nukleare Kriegführung 20. Jahrhundert. Die Faszination der taktischen Doktrin ist ungebrochen. Der symbolische Gewinn an Ruhm und Prestige war angesichts des Wagnisses, gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner anzutreten, jedoch umso höher. Leuten wurde in der Folge zu dem Mythos preußisch-deutscher Militärgeschichte schlechthin. Für Johann Wilhelm von Archenholz waren bei Leuten weder widrige Umstände noch Zufälle für den Ausgang der Schlacht verantwortlich. Zitat: Hier entschied Taktik und Tapferkeit allein den Sieg. In der direkten Gegenüberstellung von Kolin als einer durch Zufall zu Ungunsten der Preußen ausgegangenen Schlacht mit einem allein durch Tapferkeit und Kriegskunst errungenen Sieg bei Leuten wird der ideologische Charakter des Zufalls als Motivationsrest deutlich, den bereits Reinhard Koselleck ausführlich herausgearbeitet hat. So handelt es sich um einen, Zitat, faulen Zufall, der weitere Erklärungen bzw. Selbstvorwürfe abzuklappen geeignet war. Insbesondere in den Reflexionen über die Kategorie des Ereignisses kommt Reinhard Koselleck wiederholt auf die Schlachten des Siebenjährigen Krieges zu sprechen. Die Schlacht bei Leuthen etwa dient ihm in Ereignis und Struktur 1973 zur Veranschaulichung der besonderen Qualität eines historischen Ereignisses. Zitat Koselleck: Die strukturellen Voraussetzungen für die Schlacht von Leuthen können nie hinreichend erklären, warum Friedrich der Große diese Schlacht auf die Weise gewonnen hat, wie er sie gewonnen hat. Gewiss sind Ereignis und Strukturen aufeinander beziehbar. Die friedrichianische Heeresverfassung, sein Rekrutiersystem, dessen Einlassung in die Agrarverfassung Ostelbiens, die darauf aufbauende Steuerverfassung und Kriegskasse, Friedrichs Kriegskunst in der Überlieferung der Militärgeschichte. All das ermöglichte den Sieg von Leuthen, aber der 5. Dezember 1757 bleibt einzigartig in seiner chronologisch immanenten Abfolge. Man muss vielleicht ergänzen, dass ihm die Erkenntnisse von Bernhard Kröner und anderen Militärhistorikern in dem Jahr 1973 offenbar noch nicht bekannt waren, dass also das Gelingen der schiefen Schlachtordnung auf diesen Manöverbedingungen wesentlich aufruhte. Tut aber an der theoretischen Deutung, die damit verknüpft ist, eigentlich tut der Sache keinen Abbruch. Es bleibt trotzdem eine gewinnbringende Erkenntnis. Die Schlacht, so einzigartig sie sein mag, erlangt jedoch selbst wieder strukturierende Wirkung. Noch einmal Reinhard Koselleck. Aber Leuthen wird zum Symbol. Schon die Folgegeschichte von Leuthen kann strukturale Bedeutung gewinnen. Das Ereignis erhält strukturellen Rang. Leuthen in der Traditionsgeschichte der preußischen Staatsauffassung, seine beispielhafte Wirkung für die Aufwertung des kriegerischen Risikos in den militärischen Planungen Preußen-Deutschlands, Klammer die HIO, wird ein langfristiger, dauerhafter Faktor, der die verfassungsmäßigen Voraussetzungen strukturaler Art einrückt, die ihrerseits die Schlacht Leuthen ermöglicht hat.
Das Beispiel wird später fast identisch wieder aufgegriffen in seinen Aufsätzen Moderne Sozialgeschichte und historische Zeiten von 1982 und in Lernen aus der Geschichte Preußens von großes Fragezeichen 1984. Für unsere Fragestellung ist das Beispiel in zweifacher Hinsicht aufschlussreich. Zum einen verweist die jeweils überraschende Novität des Ereignisses Schlacht auf dessen grundsätzliche Kontingenz und damit ihren Charakter als Wagnis. Zum anderen zeigt die Wirkungsgeschichte des Ereignisses, dass es als Chiffre des Erfolgs selbst das Eingehen von künftigen Risiken beflügeln konnte. Und damit komme ich zu einem Ausblick. Mit den Napoleonischen Kriegen änderte sich die Praxis der Kriegführung in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht, in vielerlei Hinsicht. Eine Entgrenzung, die auch für die Kategorie des Zufalls nicht folgenlos blieb, oder wie Georg Heinrich von Behrenhorst es in seinen Betrachtungen über die Kriegskunst formulierte: Le théâtre se sent agrandi à cause de nombre excessif de troupes, l'empire du hasard se agrandit proportionnellement. Das Reich des Zufalls vergrößerte sich proportional zum Wachstum der Kriegstheater. Könnte man verkürzt übersetzen. Ein Prozess, der schließlich auch ein Umdenken im Bereich der Kontingenz bewirkte. Zur gleichen Zeit, als sich der Zufall als Motivationsrest in der Geschichtsschreibung, im Denken der Geschichtsphilosophie und der historischen Schule im modernen Geschichtsbegriff auflöste, kam es mit Karl von Clausewitz zu einem Durchbruch in der radikalen Akzeptanz von Kontingenz. Mit Clausewitz erfolgte, wie Hartmut Böhme es vor einiger Zeit ausgedrückt hat, geradezu eine kopernikanische Wende in der militärtheoretischen Diskussion des Zufalls. Für Clausewitz macht seine objektive Natur den Krieg zu einem Wahrscheinlichkeitskalkül, Zitat. Und so bedürfe es, Zitat, nur noch eines einzigen Elementes, um ihn zum Spiel zu machen. Und dieses Elementes entbehrt er gewiss nicht. Es ist der Zufall. Es gibt keine menschliche Tätigkeit, welche mit dem Zufall so beständig und so allgemein in Berührung steht als der Krieg. Zitat Ende. Der Krieg wird auch für Clausewitz zu einem Glücksspiel. Zitat, wir sehen also, wie von Hause aus das Absolute, das sogenannte Mathematische, in den Berechnungen der Kriegskunst nirgends einen festen Grund findet. Und da ist gleich von vornherein ein Spiel von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Glück und Unglück hineinkommt, welches in allen großen und kleinen Fäden seines Gewebes fortläuft und von allen Zweigen des menschlichen Tuns den Krieg dem Kartenspiel am nächsten stellt. In Vom Kriege diskutiert Clausewitz den Zufall jedoch nicht mehr als historische Kategorie, aus der man lernen könne, sondern als praktische Herausforderung für eine reflektierende Urteilskraft des Feldherrn. Sein Werk markiert für Böhme daher ein Paradox. Zitat Hartmut Böhme: Auf dem Papier will er eine Schreibart demonstrieren, die den Leser auf die niemals beschreibbare Kontingenz des Krieges vorbereiten und ihm jene Reflexivität, Urteilskraft und Aufmerksamkeit nahebringen will, die ihn außerhalb des Papiers dazu befähigen soll, intuitiv, entschlossen, risikobewusst und situationsadäquat zu handeln. Teil dieser Urteilskraft ist die Fähigkeit, Wagnisse einzugehen und zu kalkulieren. Das Wagnis wird damit keineswegs als irrational begriffen. Zitat Clausewitz: Auch im Wagen gibt es noch eine Klugheit und ebenso eine Vorsicht, nur dass sie nach einem anderen Münzfuß berechnet sind. Ja, mehr noch, das Wagen kann sogar zur Tugend werden. Zitat: Es gibt Fälle, wo das höchste Wagen die höchste Weisheit ist. Aus einer Ex-Post-Perspektive hat sich dies für Friedrich II. In gewisser Weise bewahrheitet. Er hielt den Status quo und ging ohne territoriale Verluste aus dem Siebenjährigen Krieg bzw. den drei Schlesischen Kriegen hervor. Sein Ruhm als Feldherr war damit zementiert und beschäftigt die preußisch-deutsche Erinnerungskultur bis heute. Eine nähere Betrachtung hat jedoch auch gezeigt, dass Friedrich damit nicht im Einklang mit dem zeitgenössischen Diskurs stand. Er nutzte die strukturellen Möglichkeitsräume des Wagnisses wie die Rollenkumulation des Roi Connétable bis zum Äußersten und verstand dies gleichzeitig auch geschickt zu kommunizieren und zu inszenieren. Also
ganz flapsig gesagt, tue Gewagtes und rede darüber. Friedrichs Verhalten sollte insgesamt in Kategorien des außergewöhnlichen Normalen diskutiert werden und nicht in den ideologischen Rahmungen späterer Strategiedebatten zwischen Niederwerfungsstrategie und Ermattungsstrategie. Eine Analyse der Kriegskunst als Wagnis ermöglicht es vielmehr, aus der Entscheidung, eine Schlacht zu wagen oder nicht, allgemeine Rückschlüsse über das zeitgenössische Verständnis richtiger Kriegsführung und eines idealen Feldherrn zu ziehen. Die frühneuzeitliche Kriegskunst stand immer vor einem Theorie-Praxis-Problem. Erfahrung war ebenso wichtig wie eine Fähigkeit zur geradezu wissenschaftlichen Durchdringung komplexer Sachverhalte. So rieten die einen zu einer zunehmenden Verwissenschaftlichung, Mathematisierung und Rationalisierung zur Zähmung des Dämons Zufall, während andere allein das militärische Genie als Lösung sahen. Friedrich arbeitete konsequent an der Inszenierung seines Entscheidungshandelns als kalkuliertem Wagnis, das heißt der Größe des genialen Feldherrn, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Wagen mit Raison gab ihm dazu die nötige moralische Legitimation und die strukturellen Rahmungen den nötigen Möglichkeitsraum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Diskussionen und Fragen.